Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. QC3 ist ein ziemlich cooler Werkstoff. Es ist nicht Schweißen, es ist Löten. Aber ich höre immer wieder, man, das Zeug hält nicht, ist doch nur Löten. Wir wollen heute mal den Gegenbeweis antreten, was QC3 alles aushält. Ihr werdet erstaunt sein. Wie ihr seht, ich habe hier schon mal so ein paar verzinkte Winkel mit 2 mm Materialstärke zur Seite gelegt. Die wollen wir heute mal verbinden. Da will ich demnächst was draus bauen. Die sind ja schon gegen Rost geschützt. Ich will nicht extra was abschleifen. Will hier mal eine kleine Probe machen. Dann habe ich hier so ein paar Rohre. War übrigens mal ein alter Wäscheständer. Materialstärke 0,5 mm. Das wollen wir hier ringsum. Ich zoome mal mit der Kamera ein bisschen ran. Ich habe jetzt hier eine neue Kamera. Dann wollen wir hier ringsum mal ein bisschen Kusi löten und dann machen wir einen kleinen Biegeversuch. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, schauen wir uns mal an. Wir stellen unser Schweißgerät ein. Letzte Woche oder beim letzten Mal habe ich noch AC geschweißt. Das heißt, wir müssen heute hier in den DC-Modus wechseln zum QC 3 löten. Dann nehme ich den Viertakt dazu. Der Hauptstrom, muss ich jetzt nochmal hinklicken, weil ich hier gerade raufgekommen bin. Der Hauptstrom sollte so um die 40 bis 50 Ampere liegen. Werde ich jetzt mal schnell einstellen. So, das ist hier der Hauptstrom. Für die dicken Winkel nehme ich mal 50 Ampere. Dann Absenkzeit 1,3, 10 Ampere, Stopp. Gasnachströmzeit 2,5. Puls brauchen wir nicht. Startstrom 10 Ampere. Ich denke, damit sollten wir schon gut fahren. Das hier ist der besagte verzinkte Winkel. Wie gehen wir jetzt hier vor? Also, ich muss meinen QC3 Werkstoff muss ich hier schon vor Ort haben. Ihr seht, das ist eine ganz schön zittrige Angelegenheit. Am besten man spannt sich das hier so ein bisschen fest. Und dann zündet man den Lichtbogen auf dem QC-Lot. Wir wollen ja nicht das Metall und nicht die verzinkte Schicht anschweißen, festschweißen. Nein, das gibt nämlich giftige Dämpfe, das wollen wir also vermeiden. Das heißt, wir führen hier unseren Zusatzwerkstoff hin, zünden auf den Zusatzwerkstoff und schieben dann das Ganze immer nach, relativ zäh. Und dann wollen wir hier, also ich punkte erstmal auf beiden Seiten fest und dann gehe ich hier wirklich diesen Weg lang und zum Schluss mache ich hier nochmal diese kleine Kehle hier an der Seite, die man jetzt gerade nicht sieht. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Ich muss meinen Helm, den muss ich mir mal ein bisschen schwächer einstellen, weil 50 Ampere ist ein recht geringer Stromwert. Das heißt, ich habe hier auch nur einen relativ kleinen Lichtbogen und den muss ich gar nicht so abdunkeln. Ja, ihr seht, ich habe hier gelötet. Gut, hier an der einen Stelle bin ich nicht ganz durchgegangen. Aber das werde ich jetzt noch mal ein bisschen abbürsten. Ich habe hier an der Unterseite ein paar ganz weiße, leichte Stellen. Die muss ich ein bisschen sauber machen. Natürlich frische Luft sollte man natürlich nicht einatmen. Ist klar. Aber ich denke mal, das meiste, was wir hier geschaffen haben, das ist doch eine ganz gute Verbindung und hat die Grundverzinkung jetzt hier nicht angegriffen. Wir bürsten das mal schnell ab, dann halte ich es euch noch mal in die Kamera. Ja, ihr seht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manches ist eben auch einfach nur QC3. Ich habe das jetzt nur mal ganz kurz abgebürstet per Hand mit so einer Bürste. Ihr seht, die Zinkschicht ist intakt. Hier vorne ist es ein bisschen wulstig. Man muss sich an das Verlaufen gewöhnen, ja, dass das QC so träge läuft und dass man wirklich das Lot dort so nachschieben muss. Ja. Aber ich denke mal, für unsere Versuche wird es reichen. Ich habe hier einfach nur so ein bisschen QC draufgebracht. Wir versuchen das Ganze jetzt mal einzuspannen und mal auseinanderzureißen. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich nehme seinen geläuteten Winkel, spanne den hier ein in den Schraubstock. Das mache ich jetzt mal und ich spanne ihn auch gut und fest, weil ich weiß, welche Belastung hier drauf wirken kann. Dann nehme ich ein Rohr und versuche das Ganze hier mal umzubiegen. Ja, nur um es mal zu zeigen, ich habe hier so ein wahnsinns langes Rohr, das müsste ein Riesenhebel sein. Da kann ich tolle Kräfte auswirken hier auf meinen Gegenstand, auf mein Teststück. Und dann werden wir das Teil so richtig schön verbiegen.
So, los geht's. Rohr rauf und Kraft wirken lassen. Also ich habe jetzt wirklich... Das war jetzt mit dem so riesen Rohr total leicht. Also ich habe jetzt hier mein 2 mm starkes Material wie Pappmaché hier umgebogen. Da geht nichts kaputt. Also QSI 3, auch wenn es nicht ganz richtig gut verlötet wurde hier, habe ich ja noch einen Einschluss, den hätte ich noch zulaufen lassen können, hält wie Bombe. Ja, es ist halt so. Korrosionsschutz und ihr habt eine große Fläche. Da geht überhaupt nichts kaputt. Das hält wirklich wie geschweißt. Es heißt ja nicht umsonst Hartlöten. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, im nächsten Schritt habe ich hier so ein 0,5 mm Rohr mir organisiert. Naja, das war mal von so einem Wäscheständer, so ein Klappwäscheständer. Den habe ich in Einzelteile zersägt. Jetzt habe ich hier das Rohr noch. Da will ich erstmal ein Probestück machen, ob ich überhaupt mit diesen 50 Ampere gut hinkomme. Nicht, dass ich mir hier doch ein Loch reinbrenne. Aber ich denke, das sollte klappen. Wenn das Teststück hier halbwegs gut funktioniert, dann werden wir natürlich noch eine größere Variante davon zusammenschweißen. Schön mit 45 Grad. Und dann machen wir auch noch mal so einen Einspanntest. Mal gucken, ob es halb geht. Ja, gut, dass ich einen Proberohr genommen habe. Also ich würde auf jeden Fall mit dem Strom ein bisschen runtergehen. 35 Ampere. Aha, 35 Ampere scheint für die Anwendung halbwegs gut zu funktionieren. Gut, dass ich hier so ein Probestück habe, wo ich mich mal ausprobieren kann. Ja, hier ist natürlich mit 50 Ampere, das war einfach viel zu viel. Das hätte man sich fast schon ein bisschen denken können. Aber dafür gibt es ja Probestücke, um das auszutesten. Ja, ich glaube, da sind wir gut. Jetzt holen wir das Hauptwerkstück. Ja, ihr habt gesehen, auch bei dünnem Material mit QSI kann man übertreiben. 50 Ampere war zu viel. Ich bin dann runtergegangen, habe den Rest mit 35 Ampere geschweißt oder gelötet. Wir sind ja wieder beim Löten. Und siehe da, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich traue mich jetzt an mein Hauptstück oder an mein Hauptwerkstück, was ich hier testen will, damit es auch vernünftig aussieht. Und jetzt gehen wir es an. Wir legen hier einfach mal los. Ja, wir haben uns jetzt hier eine QSI-Lötverbindung geschaffen bei wirklich sehr dünner Rohrstärke von 0,5 mm. Wir haben das Ganze hier umlaufend verlötet und das verleitet mich doch jetzt, das Ganze auch nochmal auf Bruch zu testen in meinem Schraubstock. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Einen schönen langen Hebel, den haben wir nämlich hier schon dran. So, wir werden mal unseren Hebel hier nutzen. Wir biegen das ganze Teil einfach mal nach oben und gucken, was hier passiert. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe das Teil jetzt hier verbogen und unsere QSI-Lötstelle, die ist nicht kaputt gegangen, aber das eigentliche Rohr ist kaputt gegangen. Also Marmorstein und Eisen bricht, aber unser QSI nicht. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Nummer. Ja, wer war das doch jetzt gleich, der mir sagen wollte, das QSI 3 hält nichts aus, das ist doch nur ganz billiges Zeug, das ist doch nur Löten. Also ich würde sagen, das hält eine ganze Menge aus, denn das hat so eine Zugfestigkeit von Stahl, wenn es dann irgendwann mal ausgehärtet ist. Und da braucht man, das braucht sich überhaupt nicht verstecken zu lassen. Das heißt nicht umsonst hart löten. Das hat einen guten Grund und genau das haben wir heute bewiesen. Es ist sehr vielseitig. Anwendungsgebiete, die habe ich hier gerade gezeigt. Einmal verzinktes Material, wenn man seine Zinkschicht nicht beschädigen will. Oder man hat ein schönes dünnes Material und lässt sein QSI-Lot hier einfach nur verlaufen. Das geht relativ gut. Natürlich muss man vorher ein Probestück machen. Das empfiehlt sich immer grundsätzlich. Kann ich immer nur dazu raten. Ja, wir haben hier heute den Beweis angetreten, dass Hartlöten, QSI-Wicklöten doch eine richtig coole, brauchbare Option ist, wenn man ein Wickschweißgerät hat. Ich würde sagen, wir haben den Beweis erbracht.
das war's mal wieder von dieser Folge vom Spreewälder. Ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge und bis dahin sage ich ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.